Verhältnis zu Russland ist eigentlich ein permanentes Auf und Ab gewesen. Über all diese, nicht nur diese 20 Jahre unserer langbaren Gespräche, sondern im Grunde genommen seit dem Ende des Kalten Krieges. Ja, entstanden sind die Schlangenbader Gespräche völlig richtig vor 21 Jahren im Nachgang zu der NATO-Russland-Grundakte. Unser Ziel war damals 1998, einen kleinen Workshop zu machen, der nach einem Jahr NATO-Russland-Grundakte einfach mal Bilanz zieht. Das war ein politiknaher Gesprächskreis damals, auch in vergleichsweise kleinem Rahmen. Wir waren, glaube ich, ungefähr 25 bis 30 Teilnehmer aus Russland, unter anderem auch Diplomaten und Militärs und Politiker zu der Wissenschaft dazu. Und daraus ist dann über die Jahre sehr kontinuierlich ein, je nach Ereignis, bisweilen auch sehr stark gewachsener Gesprächskreis geworden, der gewissermaßen an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik angesiedelt ist. Wissenschaft insofern, als wir eben versuchen, grundlegende Gedanken zu produzieren und die in den politischen Prozess einzufüttern. Und in dem Rahmen hat es sich eigentlich all die Jahre bewährt, denn sonst gäbe es das nicht mehr. Aus meiner Sicht war es eben 2014 das schwierigste Jahr. Da war ja im März eben die Krim-Annexion und nur einen Monat später hat dann die Konferenz stattgefunden. Und da war man sich tatsächlich nicht so sicher, also wie soll man jetzt mit dieser ganz neuen Lage umgehen und wie kann man überhaupt so die Beziehungen zu Russland nach dieser so Schnitt gestalten. Und es ging dann weiter, aber das war tatsächlich ein ziemlich schwieriges Jahr. Ja, ich habe ja gewissermaßen die Gnade der frühen Geburt. Und aus der Perspektive kann ich natürlich sagen, für mich war das ein Déjà-vu. Ich habe meine politische und wissenschaftliche Sozialisation im Kalten Krieg erlebt. Und das, was wir 2014 hatten, das war die Sprachlosigkeit des Kalten Krieges. Das muss man schon sagen. Die Gnade der frühen Geburt hat allerdings dann auch insofern funktioniert, als da ja nun langjährig gewachsene Beziehungen zu vielen Teilnehmern bestehen. Und das hat dann doch über diese massive Krise einigermaßen hinweggetragen. Und da hat Vera völlig recht. Seither entspannt es sich dann doch wieder. Aber es ist ein anderes Klima, als es vor der Krim-Annexion war. Atmosphärisch versucht man aufeinander zuzugehen. In der Sache bewegt sich nicht übermäßig viel. Und zwar auf beiden Seiten nicht. Darum kommt es ganz entscheidend an. Früher hatten wir immer Weinproben. Die haben selbst dazu geführt, dass man sich in der russischen Presse über unsere Weinproben unterhalten hat, an der unter anderem ein Generaloberst immer hochbegeistert teilgenommen hat. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich finde, dieses Rahmenprogramm ist unverzichtbar. Denn Konferenzen, auf denen man sich irgendwie austauscht, gibt es wie Sand am Meer. Aber welche, die eben versuchen, auch die Chemie zu produzieren, die man für Beziehungen bekanntermaßen braucht, gibt es nicht so viele. Ich würde denken, dass es natürlich immer schwer zu sagen, was wäre, wenn oder wie wäre es anders abgelaufen. Aber eine andere Kollegin auch von der HSFK, Evgenia Bakalova und ich, haben vor zwei Jahren zum 20. Jubiläum des Schlangenbader Gesprächs so einen Bericht gemacht, wo wir alle Konferenzprotokolle der letzten 20 Jahre so analysiert haben und geschaut haben, welche Punkte kommen eigentlich immer wieder zur Sprache. Und das war ja eben sehr stark zu sehen, dass diese Vorwurfshaltung von deutscher Seite aus über den fehlenden demokratischen Prozess zum Beispiel in Russland oder Defizite eben in Russland mit sehr viel, ja, so also es war sehr verletzend für die russische Seite, das immer wieder vorgehalten zu bekommen und dass eben da stark da der Wunsch bestand, so auf eine Partnerschaft auf Augenhöhe, wie es immer wieder eingefordert wurde,
Und eben nicht so eine beratende oder belehrende Einstellung. Und ich glaube, das konnte die deutsche Politik nicht so gut, sondern für sie war es so diese Ansicht, na gut, Russland soll sich demokratisieren, wir erklären das, wie es in unserer Demokratie zugeht. Man hat da nicht genug darauf Rücksicht genommen, wie schwer eigentlich der Prozess für das Land war. Man kann vielleicht noch eines anfügen. Die deutsche Politik ist ja stolz darauf, dass sie multilateral ist, Bündnispolitik ist. Das heißt, Deutschland macht keine, hat zwar bilaterale Beziehungen zu Russland, aber es gestaltet diese Beziehung auf der Grundlage des Bündnisses mit der NATO und innerhalb der Europäischen Union und achtet auch immer sehr stark darauf, dass alle anderen in irgendeiner Weise mitgenommen werden. Das ist ein gewisses Problem, weil die Osteuropäer, wie wir wissen, aus historischen und sonstigen Gründen ein erheblich distanzierteres Verhältnis zu Russland haben und dort permanent auf der Bremse stehen. Darauf Rücksicht zu nehmen, heißt eben auch mehr oder weniger auf der Bremse zu stehen und jedenfalls nicht eine Politik zu verfolgen, die man dann verfolgen würde, wenn man alleine handeln würde. Das, was Vera jetzt gerade skizziert hat, ist ja die westliche Haltung gegenüber Russland. Dann sind die Russen ja nicht doof, die können ja durchaus differenzieren. Das heißt also, die nehmen zwar völlig korrekt wahr, dass diese westliche Haltung genau so geprägt ist, wie das Vera beschrieben hat, dass aber in diesem Spektrum Deutschland immer noch der Akteur ist, der am ehesten versucht, auf Russland zuzugehen. Also es gibt tatsächlich sehr viele Herausforderungen, wie sich jetzt Europa positionieren kann. Ich glaube, es ist wichtig, dass Europa sich eben ja, eigenständig, eine eigenständige Politik macht und sich nicht zu stark von vielleicht Spannungen jetzt zwischen ja, USA und China oder Russland so vereinnahmen lässt, sondern selbst überlegt, welche Interessen und welche Werte auch. Die EU ist ja eben nicht wie die USA im Moment sehr stark auf diese realpolitische Dimension ausgerichtet, sondern will auch Werte vertreten und dass man einfach daran festhält und diese Linie durchsetzt und auch dafür einsteht und daran auch überlegt, welchen Beitrag dann Europa tatsächlich für die europäische Ordnung leisten kann. Es ist ja viel die Rede davon, um das ganz besonders krass negativ zu skizzieren, dass wir uns in einem zweiten Kalten Krieg befinden. Dieser Auffassung bin ich durchaus nicht. Wer den damaligen erlebt hat, wie fundamental unterschiedlich Ost und West waren, der wird ganz schnell feststellen, dass das ja längst nicht mehr der Fall ist. Wir haben selbstverständlich erhebliche konfrontative Momente. Wir haben, Sie haben es skizziert, gerade auf dem Gebiet der nuklearen Rüstung wachsende Risiken. Und wir sind sehr nonchalant mit den Instrumenten umgegangen, die im Kalten Krieg eben entwickelt wurden, um diese Risiken unter Kontrolle zu bringen, in Gestalt etwa von Rüstungskontrolle. Das ist also eine negative Seite. Die positive Seite ist, es gibt unverändert massive und weit tiefgehende Kontakte und Kooperationen über diese neue Grenze hinweg. Die gibt es mit Russland und was die Wirtschaft betrifft, selbstverständlich auch mit China. China ist für Deutschland der wichtigste Markt mittlerweile und den will man natürlich auch nicht verlieren, auch wenn Donald Trump einen Handelskrieg gegen die Chinesen lostritt. Das heißt, auf dieser Grundlage gibt es natürlich gemeinsame Interessen und es gibt auch die Möglichkeit, sich dieser gemeinsamen Interessen über Kommunikation und Kooperation bewusst zu werden. Das ist ja entscheidend, dass das beides zusammengeht. Und insofern bin ich so pessimistisch offen gestanden nicht. Ich war schon immer sehr positiv so den Schlangenbader Gesprächen gegenüber. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass es das gibt und dass es so ein Format gibt, wo man sich einfach austauschen kann. Und als ich angefangen habe, das war 2011, da war eigentlich so die Atmosphäre relativ gut. Es gab ja diesen Reset in den russischen Beziehungen und sah eigentlich ganz positiv aus. Aber gerade dann in den nächsten Jahren hat sich dann immer wieder oder immer mehr die Lage verschlechtert. Und war ich sehr froh, dass es so ein Forum gibt, das trotzdem noch weiter Bestand hatte.